Hallo und willkommen zurück zu Yoshi's Island, dem angeblich verloren gegangenen LP, das allerdings immer noch aktiv ist. Ja, ich habe mal ein neues Camtasia zugelegt, geholt, getan, getutet. Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen dämlich in der Birne. Das liegt daran, dass ich seit gestern Kribostat schlucke wie nichts Blödes, über Nacht eine schöne Krippe am Anrollen. Ach ja, das ist wunderprächtig. Und dann dachte ich mir, bevor es wirklich so schlimm wird, dass ich nicht mehr aufnehmen kann, nehme ich wenigstens mal noch ein paar Folgen hier auf, damit ihr die Woche was zu sehen habt. Und wow, was wollt denn ihr Viecher von mir? Wow, das war ein Affe, oder? Also das hier zumindest. Affen! Ich mag keine Affen. Vor allem transsilvanische Affen. Die Viecher wohnen Schlössern rumturnen. Wer sich das ausgedacht hat bei Castlevania, den könnte ich noch heute wamsen. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute sagen, hey, warum regst du dich so auf? Das hat doch Shadow damals gespielt. Ihr kommt aber auch nicht auf den Sinn, dass ich das vielleicht auch mal privat gespielt haben könnte. An dieser Stelle, nein, ich werde das niemals LP'n. Einfach weil es Kacke ist. Ja? Ui, das sah böse aus. Ah, geil. Ich gehe hier also unter. Gut. Was ich gerade ein bisschen fies finde, die nächste Kampagne, die ich bei Left 4 Dead 2 haben werde, heißt Sturmflut. Und hier ist Land unter. Ein böses Omen, würde ich mal behaupten. Ich traue mir selber nicht. Ja, wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen arg, ja, balla balla, gaga gaga, bugu bugu. Und ähnliches war. Blöde Krabbe. Ach, du kommst mir gelegen. Na? Explodiert. Boah, kann ich den eigentlich plattwalzen? Ich kann, gut. Das ist doch schon mal... So nicht, mein Freund, sonst haben wir ein Problem. Moment mal, ich kann mich nicht an den Lianen festhalten. Was ist denn das für ein Mario-Spiel, wo man das nicht kann? Ich meine, Yoshi kann alles. So. Ich meine, er kann auch diese Viecher hier fressen. Wobei ich wirklich nicht wissen will, was der Proktologe in der Gegend für Probleme haben muss. Nur ganz ehrlich. Ich sehe schon kommen, irgendwann denkt sich ein Proktologe, ach, ich gehe auf eine schöne einsame Insel, da werde ich nie wieder Probleme haben, keine krassen Fälle, etc. Und dann kommt der erste Yoshi um die Ecke. Ich habe einen Koopa geschluckt und kriege ihn nicht mehr weg. You just kidding me? Ich weiß, mein Englisch ist scheiße. Ignoriere das einfach. Oh, komm schon, jetzt habe ich aber auf Springen gedrückt, du blödes Vieh. Ernsthaft. Es ist ja schon eine Sache, wenn man dämlich im Kopf ist, aber wenn er dann... Okay. Aber wenn er dann plötzlich anfängt, da die Befehle eisern zu ignorieren, die man ihm gibt... Das ist dann auch nicht mehr lustig. Oh, da. Leck mich da, wo keine Sonne scheint. Ganz genau, in der Dark World von Meat Boy. Was habe ich da jetzt gerade gelabert? Ich habe keine Ahnung. Man merkt schon langsam, aber sicher. Ah, ja. Na? Moment, stehe ich nicht richtig? Ach, jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. Na? Ach klar, jetzt kann der so weit dackeln, wie er möchte. Gute Aktion. Du kommst mir allerdings sehr gelegen. Und gleich den ersten. Ach, schade. Dann dappel du einfach mal durch. Ach, ein paar rote Minzen. Minzen sind immer gut. Minzen sind lecker. Lalala. Und irgendwie hat die Höhe vom Sprung keine Auswirkung darauf, wie weit der Block runtergeht. Macht mir eigentlich ein bisschen Sorge. Ich meine, ich hab's eilig und dann, ja. Ich sag Def. Boah. Wenn der immer mit einem Pixel hängen bleibt und was zur Hölle bist du? Das Vieh erinnert mich an Pokémon.
und... Naja. Ich würde mal behaupten, jedes zweite Vieh hier erinnert mich an Pokémon. Ich meine, zumindest bei der 5. Generation ist eh alles geklaut. Meine Fresse. Uah, ich mag das Vieh jetzt schon nicht. Ach, halt. Ich doof. So und so und hier. Yay. Haha. Moment, das ist erst die Hälfte? Ich will nicht, dass es nur die Hälfte ist. Ich will, dass es vorbei ist. Ich mag die Level mit Affen nicht, auch komischerweise, weil ich es schaffe, die Affen immer zu fressen. Was bist du? Ein Boot? Oh, ein Kippboot. Was bist du für ein hässliches Vieh? Ernsthaft, was ist das? Oh, habe ich jetzt eine Abkürzung gefunden? Ungewollt. Aber es ist eine Abkürzung. ja, ich habe einen Schlüssel. Hätte ich jetzt hier lang müssen oder ist das nur eine Abkürzung? Ah, Peng Boom. Stampfattacke. Ach, und mit dem muss ich mich jetzt hier um die Wette prügeln. Okay. Sag mal, würdest du jetzt... Aha! Ich hab gewonnen! Leck mich! Da kannst du mich angrinsen, wie du möchtest, hinter deiner Maske. Yay! Achso, ich muss das Ding einsammeln. Ich dachte, ich werde automatisch wieder rausgeworfen. Oh, schade. Ich kann ihn nicht zermatschen. Okay. Leck mich, du blöder Rolling Stone. Och, ich mag den nicht. Na, komm her. Na, komm. Stress oder was? Hä? Kannst du haben. Oh Gott, da unten hockt schon wieder dieses olle Vieh. Was bist du, Warzenwilli? Oh, ich kann die also doch plattmalzen. Wow. Hallo. Nee, ich kann das echt nicht so gut wie Andy. Da. Wie hast du mich berührt? Mit deiner Warze oder was? Mit Linkens Warze. Da. Okay, was auch immer das jetzt bringen sollte. Toll, Münzen. Klasse. Wenn du mir hier noch einen P-Switch geben würdest. Ich kapiere den Sinn nicht. Da. Scheiße. Ach so, das ganze Theater dann nur, damit ich zu dieser einen Wolke kann. Okay, wenn sie so ein Hickhack veranstalten, soll ich da vielleicht mal hin. Oder ich verballer einfach mein letztes Ei. Auch ein guter Plan. Ach, da ist Nachschub. So, und jetzt Feststelltaste nicht vergessen. So. Jetzt. Und Feuer frei. Ach, ein Leben. Oh, das Leben kommt mir ziemlich gelegen. Ein Leben. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Darum nuschel ich einfach vor mich her in der Hoffnung, dass keiner merkt, dass ich was sagen wollte und es nicht mehr wusste. Und just diesen Moment, es fällt mir ein, dass es nicht ziemlich vorteilhaft ist, wenn man das auch noch zugibt, dass man nicht mehr wusste, was man sagen wollte, weil man sich damit verraten tut. Und oh, guck mal, Blumen. Ein Kaffee. Meine Güte, ich sollte nie mehr aufnehmen, wenn ich stoned bin. Roulette, kennen wir doch. Ach ja, komm. Ach, ich hab doch eh nie Glück. Ja, genau, ich setze einfach mal alle drei Leben. Ansonsten sind wir gar nicht volltrunken, oder? Na? Ja, zumindest mal eins. Oh, zwei! Yay! Das kommt mir sehr gelegen. Das macht mich froh. So, Safe State. Piranha-Pflanzengegner? Sehe ich das richtig? Ich soll hier eine Piranha-Pflanze dissen. Okay.
Okay. Gut. Yay. Ah, ich mag die Musik hier. Das ist so richtig schön Dschungel-Light-Feeling. Was ist das für eine... kann mir mal einer erklären, wie ich den Blatt walze?